heutige Thema, mal gucken, ob ich da was hinkriege. Also wir hatten eben, das ist aber generell, glaube ich, so, dass man das auch bei sich kennt, diesen inneren Kritiker und eine andere Art des Lernens. Also das ist ja vielleicht, erstens ist es konfessionsübergreifend und zweitens ist es von allgemeinem Interesse und auch gut als Kontemplationsthema quasi so langsam zur Ruhe kommen zu lassen. Und zwar, also wir sind immer darauf geeicht, ohne Schweiß kein Preis, also dass alles mit Anstrengung verbunden ist. Und wir machen nun hier auf der Wiese kurz vorher Körperwahrnehmung und Entspannung mit Qigong, Tai Chi, die 24er Form und sogar ein bisschen Yoga. Dieses hier gehört eigentlich sogar mit dazu, aber es ist wirklich frei. Aber ich halte, also ich kann das nur empfehlen allen, und ihr, die jetzt dabei seid, folgt ja quasi der Empfehlung. Also so eine eigene Meditationspraxis aufzunehmen, und wenn man das noch nicht weiß, keine Berührungshürden aufzubauen und einfach diese Meditations-Apps für euer Smartphone alle mal so auszuprobieren. Die haben einen kostenlosen Probezeitraum und diese Einführungskurse sind wirklich toll. Also selbst wenn ihr schon meditiert, testet die mal. Also guckt zumindest mal so ein bisschen rein, was die so bieten. Also ich fand das auch interessant, weil früher musste man durch alle möglichen asiatischen und ostasiatischen Länder und lauter Leute aufsuchen, also super schwer. Oder bei einer Richtung verbissen bleiben, das öffnet den Horizont. Aber zurück zum inneren Kritiker. Also wir sind wirklich darauf geeicht, dieses ohne Schweiß kein Preis, alles muss mit Anstrengung erreicht werden. Und man merkt, diese andere Variante kennen die meisten gar nicht. Also eine, wie heißt das, positive Verstärkung. Also eher darauf zu achten, wenn etwas positiv war, auch in kleinsten Abschnitten, quasi das wahrzunehmen. Und dadurch, dass man es wahrnimmt und so ein bisschen Freude damit verbindet, das ist sehr subtil. Aber das ist eigentlich der richtige Durchstarter im Lernen. Also wenn es um wirklich Effektivität und sowas geht, wenn man das darauf anwenden möchte, dann wäre das eigentlich das, wie wir alle leben müssten. Also easy, positiv verstärken. Nicht immer sich selber fertig machen in innerer Kritiker. Den brauchen wir auch. Man kann ja feststellen, das war jetzt nicht so gut. Aber da keinen Film von zu machen, sondern eben eher zu verstärken, wenn etwas gut ist, auch wenn es so klein ist. Also wenn man denkt, das, was ich nicht gut kann, ist so groß und das, was ich kann, gibt es gar nicht oder ist so klein, dann zu sagen, oh guck, so klein, super, das kann ich schon. Also nicht ein positives Denken und damit alles niederklatschen, das muss auch nicht sein. Also wir können Probleme wirklich benennen, aber nicht den Hauptfokus darauf zu richten. Also manchmal ist es gut, freundlich mit Problemen umzugehen. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Worum es mir geht, ist wirklich diese positive Verstärkung, den inneren Kritiker zur Ruhe kommen zu lassen und mehr das Augenmerk auf diese positiven Effekte zu richten. Wir haben das, also in dem merkwürdigen Atemkurs, den wir hier machen, also dass man, das können wir auch zur Einführung, ein winziger kleiner Durchgang, einfach mal drauf zu atmen, achten, wie atme ich überhaupt mit geschlossenen Augen, wenn ihr wollt. Ich mache das ein bisschen zu schnell jetzt. Also ihr wisst, die Intention wäre ein Flaschenatem, ohne Forciertheit, also eigentlich Bauchatmung, Brustatmung und oberen Bereich füllen und dann beim Ausatmen wieder oben ausatmen, mittleren Bereich und dann den Bauch wieder ausatmen. Aber das ist eine Intention.
Und während dieser Durchgänge quasi immer wieder festzustellen, oh, das war jetzt eben ganz gut, da konnte ich freier atmen. Und das quasi zu memorieren, zu behalten, das führt über die Zeit eben zur Entspannung. Dann lasst uns unseren Geist über diesem inneren Lächeln zur Ruhe kommen lassen. So eine Minute ungefähr vom Ende erinnere ich uns dann noch daran, die Frage ins Nichts zu stellen, wie war das jetzt? Aber jetzt richtet euch ein, macht es euch bequem, ihr müsst auch nicht sofort wie ein Pfosten sitzen, das muss nicht sein. Bewegt euch ein bisschen, wenn die Sitzunterlage nicht richtig positioniert ist, dann richtet sie euch ein. Das geht vom Groben zum Feinen. Zuerst den Körper. Und wenn das 20 Minuten oder 19 Minuten dauert, bis euer Körper so einigermaßen zufrieden ist, ist das okay. Also ihr gebt hier nichts zu erreichen. Oder wenn ihr Mantra rezitiert oder betet, ist das auch okay. Es ist trotzdem ganz gut, mal auf den Körper zu achten. Und bei uns bleibt nach der Körperentspannung dann noch der Geist, wie der springt und hüpft. Lass den auch von selber zur Ruhe kommen. Und falls der dann auch zur Ruhe gekommen sein sollte, dann bleibt nur der Atem über. Muss aber nicht.
einmaligen Glocke. Es ist Zeit, sich diese merkwürdige Frage zu stellen. Ohne Antwort. Wie liefen die letzten 19 Minuten? Oder wie fühle ich mich jetzt? Das gemeinsame Rumsitzen mit Qigong, Tai Chi und so weiter. Das Wetter ändert sich, das innere Wetter ändert sich, wir ändern uns und trotzdem machen wir so komische Sachen immer wieder. Danke nochmal und jetzt unser dreimal Wunder-Sado zum Abschluss. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ich mag das. Habt ein schönes Wochenende.